Speichere Daten. Thank you.
Kürze werden weitere Roboter eintreffen. Komm hier rüber, du kleiner Penner. Autorisierung. Major Netscher. Autorisierung. Major Netscher. Das sind ja
Hier steht eine große Schlacht bevor, Genosse Major. Weitere Gegner im Anmarsch. Papa! Hältst du das bitte mal für mich? Thank you.
das bitte mal für mich? Na, wie gefällt dir das, Schraubenkopf? Der Feind ist in höchster Alarmbereitschaft. Mal sehen, was du drauf hast.
Stimmt bei dir was nicht? Dein scheiß Knopf!
Bist du da, mein Guter? Ist doch irgendwer am Leben? Ich kann nichts sehen. Ja, ich bin hier. Agent P3. Tut mir leid, was hier passiert ist. Sag mir, mein Junge, ganz ehrlich, hat dieses Ungeziefer auch meine Schweine und Hühner erwischt? Naja, wie soll ich das sagen? Es könnte schlimmer sein, aber einige wurden etwas beschädigt, ja. Von jemandem. Dann warst du es nicht? Ach, danke. Ich bin vor Sorge fast gestorben. Ich habe mich nämlich mein ganzes Leben lang darum gekümmert, dass es ihnen gut geht. Menschen sind mir egal, von denen wird es immer genug geben. Aber wenn was mit meinen Tieren ist, werde ich ganz unruhig. Womöglich habe ich mich sogar erkältet. Was du nicht sagst. Scheiße! Zeig mir, was du drauf hast. Thank you.
Hey, wo sind wir hier? Das ist ein weiteres Testgelände. Hier sollte es militärische Baupläne geben. Dachte ich mir schon. Hör mal, du Laberfäustling. Woher hast du all die Informationen über militärische Baupläne in diesen sogenannten zivilen Laboren? Warum sollte ich diese Informationen nicht haben? Ich bin ein Gerät, das unter extremen Umständen für extreme Situationen hergestellt wurde. Ja, für einen Spezialagenten. Du verstehst das nur zu gut, Genosse Major. Oder wirst es wenigstens bald verstehen.
Das ist ein weiteres Testgelände. Hier sollte es militärische Baupläne geben. Dachte ich mir schon. Hör mal, du Laberfäustling. Woher hast du all die Informationen über militärische Baupläne in diesen sogenannten zivilen Laboren? Warum sollte ich diese Informationen nicht haben? Ich bin ein Gerät, das unter extremen Umständen für extreme Situationen hergestellt wurde. Ja, für einen Spezialagenten. Du verstehst das nur zu gut, Genosse Major. Oder wirst es wenigstens bald verstehen. Thank you.
Speichern mit Daten. Für die sichere Verschiffung von Robotern in verbündete Länder hat Anlage 3826 den hochstabilen, robusten und wasserdichten Seefrachtcontainer Sukhoi entwickelt. Der Container aus hochwertigem Wellblech ist mit der nicht magnetischen und wasserfesten Polymerlegierung PTL-5 Typ M. Das
Speichere Daten. Waffen. Alles klar. Wir sollten nach Möglichkeit versuchen, weitere Testgelände zu finden. Autorisierung. Major. Astrologen haben eine Atomherzwoche angekündigt. Die Anzahl der Gegner verdoppelt sich. Ich
scheiß Blechbüchse. Versuchst du die... diesen Schurken Petrov zu fangen, Süßer? Auf jeden Fall. Weißt du, wo er ist? Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Dreckiger Mistkerl. Er wollte mich unterwerfen, dieser brutale Schänder. Brutaler was? Schätzchen, wenn du den Drecksack erwischt, gib ihn mir. Ich werde ihn liebend gern aufknüpfen und zusehen, wie ihm das Blut in den Schädel steigt und ihn zum Platzen bringt. Ach, das geht leider nicht. Der Boss will ihn lebendig, inklusive Kopf. Aber den reiße ich Petrov persönlich ab, sobald er uns die Abbruchcodes verraten hat. Dabei bin ich dir gern behilflich, schöner Mann. Thank you.
speichere Daten. Charles, wie konnte dieser irre Petrov zivile Roboter dazu programmieren, dass sie Menschen töten? Wie gesagt, ist Viktor Petrov ein talentierter Ingenieur und Programmierer. Warum nutzt er seine Talente dann nicht, um Menschen zu helfen? Genosse Major, die Daten der Alarmstufe lassen darauf schließen, dass du geliefert bist. Charles, wie konnte dieser irre Petrov zivile Roboter dazu programmieren, dass sie Menschen töten? Wie gesagt, ist Viktor Petrov ein talentierter Ingenieur und Programmierer. Pass auf, warum nutzt er seine Talente dann nicht, um Menschen zu helfen? Thank you.
eine Ehre, mit dir zu dienen, Major P3. Bedauerlicherweise wirst du in Kürze sterben. Große Schlacht bevor, Genosse Major. Weitere Gegner im Anmarsch.
versuchst du, diesen Schurken Petrov zu fangen. Auf jeden Fall. Weißt du, wo er ist? Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Dreckiger Mistkerl. Er wollte mich unterwerfen, dieser brutale Schänder. Brutaler was? Schätzchen, wenn du den Drecksack erwischt, gib ihn mir. Ich werde ihn liebend gern aufknüpfen und zusehen, wie ihm das Blut in den Schädel steigt und ihn zum Platzen bringt. Thank you.
Noch ein totes Dorf. Ja, Blaschkovo. Die Komplexe der Anlage, insbesondere Pavlov, erwerben von hier gewisse Ressourcen. Anhand der automatischen Verteilstation wird die nahegelegene Fabrik mit Vögeln und anderen Tieren beliefert. Zur Herstellung von Neuropolymeren. Da haben Sie ja wirklich den Vogel abgeschossen. Was für ein cleveres Wortspiel. Ich bin beeindruckt. Ja, ja, ist gut. Thank you.
Huh?
heute ist es so. Thank you.
auflassen. Hältst du das bitte mal für mich? Rüber, du kleiner Wichser! Lass du so. Thank you.